Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus. Vielleicht solltest du irgendwie Handschuhe tragen. Wie wär's? Wir werden heute mit Madame da unten sprechen und sie überreden, damit jetzt endlich nach Hause zu gehen. Und dann kümmern wir uns um die restlichen Quests und dann werden wir ein bisschen erkunden gehen. Hier im DLC. Hä? Also, würde schon sagen. Da unten geht's ja weiter. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Hallo. Hey, Kazumi? Sieht so aus, als gäbe es Frieden auf der Insel. Das warst du, oder? Du hast alles ins Lot gebracht. Froh, dass es vorbei ist, hoffe, dass Frieden hält, das Richtige getan. Ah, ich habe nur das Richtige getan. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen wie dich gibt. Ich habe Dima nicht vertraut, weil er mir zu selbstlos schien. Aber du bist genau wie er. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Wovon redest du? Arcadia ist dein Zuhause, du bist kein Sint. Die Nakanos brauchen dich, denn ich kriege dafür Geld. Du hast recht, Kazumi. Sie brauchen dich. Geh nach Hause. Ich packe meine Sachen und verabschiede mich noch bei allen. Danke. Bitte. Für alles. Kein Problem. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. Nur, damit ich mein Geld abholen kann. Sprich mit Mr. Nakano. Damit hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Und sprich mit dem hohen Beichtvater. Müssen wir auch noch tun. Das heißt, das werden wir jetzt tun. Haben wir noch irgendwo einen Punkt draußen? Weil ich habe keinen Bock hochzulaufen. So, sorry. War nicht mein Abkürzung. Abkürzung. Ich sollte öfters mit der Portal-Gun arbeiten. Genau aus diesem Grund, dass ich am Anfang eines Dungeons oder einer Höhle oder so einfach das Ding platziere. Und mich rausporte. Ganz easy, ganz sicher, ohne Probleme. Das ist nice. Ich bin müde, aber was soll's. Vielleicht gibt's hier irgendwo Betten. Wir reisen ja jetzt sowieso los und zwar zum Nukleus und da können wir schlafen. Unter anderem schlafen. Dann bin ich immer gespannt, was wir hier noch für Quests an Land ziehen. Gerade beim Erkunden werden wir vielleicht doch das ein oder andere finden. Ich muss auch definitiv jetzt schlafen gehen, weil ich sonst nicht mehr laufen kann. Brüder und Schwestern, kommt und hört seine Worte. Frieden mit Fahaba. Aber wenn das Atoms Wille ist. Ist los. Muss euch zu dir hochkommen. In einer strahlenden Vision sprach er zu mir und ich gehorche. Atom fordert Frieden mit Fahaba. Mit Arcadia in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missachtet, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gepriesen sei Atom. Gepriesen sei Atom. Nice. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. In meiner Vision, dort, neben unserem brillanten Meister, hier, das ist für dich. Sein liebstes Kind soll es tragen. Atoms Bollwerk. Schaden und Energieresistenz nehmen bei hoher Radwerten zu. Sieht geil aus. Ich zieh's gleich an. Erstmal muss ich ein Bett finden, denn ich kann nicht mehr laufen, wie ihr hört. Ja, ist gut, ich will nicht laufen. Was will Atom überhaupt mit einem kleinen Dock? Soll Fahaba es doch kriegen. Das wird wahrscheinlich genauso aussehen wie das, was ich jetzt habe. Rettungstaucheranzug. Wie sind das? Atoms Bollwerk da. 40. Na, da haben wir ein bisschen mehr, aber was soll's.
Ist legendär. Och. Nice. Nehme ich. Und ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Was zum... Woher kommt die Pillen... Woher kommt die Pille da unten rechts? Ist das vom Anzug? Jo, Pille ist weg. Du kannst nicht länger als 5 Stunden... Ach ja, stimmt, da war ja was. So. Gut ausgerüstet, gehen wir nun weiter. Wir sehen schon echt awesome aus, muss man dazu sagen. Auch wenn man mein Afro nicht mehr sehen kann. Aber naja, muss ja nicht immer sein. Dieses Leuchten, ne, das ist... Das Leuchten des Atoms, es ist in deren Händen. Wenn man jetzt auch von deiner Hand rumzuschrauben, das ist pervers. The fuck? Was? Wieso? Wieso konnte ich nicht fliegen? Geht doch. Hm. Okay. Ja gut, ich bin zu schwer zum Fliegen. Ich bin fett, ich muss abnehmen. Ich hab zu viel zugenommen. Beschütze mich vor jenen, die mir Böses wollen. Auf in den zweiten Versuch. Ich erzittere vor Atoms Größe. Diesmal kann ich aber auch nicht runterfallen. Ach, jetzt gehst du plötzlich. Komm. Was? Reparaturvorgang läuft. Schwester Mai. Achso, cool. Ja, das wollte ich natürlich angucken. Ist ja klar, logisch, ne? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Gut, wir wollten zwar eigentlich noch das rechte Bein von der Rüstung finden, aber ganz ehrlich... habe ich keinen Nerv drauf. So, somit gehen wir auf Erkundungstour, nicht wahr? Ja, cool. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Ozeanium. Ich wollte schon Museum sagen. Aber damit fangen wir an. Aber ich freue mich, jetzt wird es richtig entspannt. Wir haben unsere Chroma Gun, oder unser Portal Gun. Chroma Gun ist ein anderes Spiel, aber so ähnlich. Und damit werden wir jetzt Spaß haben. Falls hier keine Gegner sind. Okay, perfekt. Ich freue mich. Endlich läuft das Spiel richtig an. Gut, wir sind ein bisschen OP. Aber ist ja auch egal. Was ist da hinten? Ein Kaninchen. Ich habe irgendwas bewegen sehen. Bam. Erfahrung for free. Okay, das war gar nichts an Erfahrung, ich weiß. Aber ich tue immer gerne so, als ob. Ich frage mich, wie wir überhaupt alles entdecken wollen hier. Wenn wir so wenig Radius haben zum Entdecken. Eigentlich sind ja Bethesda-Spiele so aufgebaut, dass egal wo man hinguckt, man 2 bis 3 Locations hat, die man untersuchen kann. Aber leider haben wir nicht die Wahrnehmung dafür. Habe ich überhaupt noch richtig? Ich bin dran vorbeigelaufen. Lol. Ich sehe es doch. Okay. Wo bist du hin? Was ist los? Der Ehrenter. Perversitierer. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, das ist der Schatten hier. Boom. Okay, ja, okay. Wenn es nicht anders geht. Tja, das ist mein Krüppeltyp, mein Freund. Schon mal Bekanntschaft damit gemacht? Ich glaube nicht. Nicht mehr auf die Nerven. Harpunenkanone kostet 25% weniger Auktionspunkte. Ja, super. Aktionspunkte. Ich sag jedes Mal Auktion. Ich weiß, keine Ahnung. Frag mich nicht, warum. Du spielst hier mit dem falschen Sünd. Er spielt gar nicht mit dir. Er ist tot, mein Freund. Mach dir da mal keinen Kopf. Ich liebe meinen mächtigen Furzer. Wir haben zwar noch die Magnum, aber die kann ich noch nicht verbessern. Kein Begräbnis. Yeah!
wie er sich fertig macht. Ich weiß, es ist nicht die stärkste Waffe, aber ich liebe sie. Bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Krass. Alter Nick, mit deiner Waffe gehst du richtig ab. Noch jemand hier in der Nähe? Und wo komme ich zum Orgasmus eigentlich schon? Museum? Ich bin schon da, Ozaneum. Aber hier ist nichts. Eine Angel. Solange du das Zeug trägst. Na, keine Sorge, du wirst auch noch Müll tragen. Also viel dazu, hier ist eigentlich nichts. Ich muss doch mindestens die Truhe sein. Hallo, mein Freund. Darf ich? Cool. Aha. Die Angel wollte ich jetzt nicht. Naja, immerhin Museum, sag ich schon, Munition. Irgendwas stimmt mir gerade nicht. Harpune. Warum nicht? Kann man mitnehmen. Na gut, gehen wir nochmal zum Trailer. Oh, ah, Jengels, der Brotaffe. Ja, ich liebe dich. Oh. Sorry, hab dich nicht gesehen. Ich war abgelenkt. Sonst hätte ich dir die Kehle durchgeschnitten. Eiskalt. Was ist das? Das war mal eine Brücke. Diese führte wahrscheinlich zum Ödland, ne? Oder? Nach Boston. Ich glaube ja nach Boston. Na gut, dann suchen wir eine andere Location. So dringend haben wir es ja nicht. Was ist das? Das sind die Häuser. Leider nichts Gutes drin. Nicht mal ein Hund. Gefahr? Oh. Wo kommst du denn her? Seit wann gibt's dich denn hier? What the fuck? Was ist denn mit dir passiert? Wo kommst du her? Ich glaube, er hat herausgefunden, dass er hier eigentlich gar nicht sein darf. Ich glaub, das ist der erste, den ich heute gesehen habe. Oder heute hier jemals gesehen habe. Was hätte ich mit den Viechern, die wir am Anfang gesehen haben? Diese komischen Alien-Dinger. Die hier habe ich gar nicht mehr gesehen. Habe ich schon mal drüber nachgedacht? Gut, da waren wir ja schon mal. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal. Ja, wir haben schon ziemlich viel entdeckt, muss man dazu sagen, ne? Im Theater. Krass. Ob wir schon durch sind? Das haben wir noch nicht, ne? Genau, da konnte man ja das Ganze starten. Vielleicht können wir es ja noch starten. Das wäre es doch irgendwie so was Lustiges für zwischendurch. Einfach mal die Insel hochzujagen. Warum nicht? Kann man ja machen. Meine Wahrnehmung ist echt für den Arsch, ne? Vielleicht sollte ich im nächsten Level ein paar in Wahrnehmung setzen, damit ich irgendwie... Ich weiß nicht, die Gegend wenigstens sehen kann. Geronimo! Oder auch nicht. Nicht genug Ausdauer. Gewächshäuser. Nice. Ballensteller, nicht so nice. Oh, Munition gratis. Ah, gut, doch nicht. Da denkt man, man kriegt was geschenkt in diesem Spiel und dann ist da einfach ein verdammtes Schloss dran, ne? Ich bezahle mit meinen Nerven. Okay, unsere Last ist bald überlastet. Ist ja nicht so cool. Warte. Was war das? 1000? Wo habe ich die 1050 das letzte Mal her gehabt? Ach, weißt du was, ist mir egal. Jetzt ist mir das auch Wumpe.
Da schere ich mich jetzt einen Dreck drum. Mr. Fallensteller, wo sind Sie? Ah. Du, warst ein billiger Fallensteller, komm. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Sehr intelligent mit der Faust auf mich loszugehen. Okay, Hauptsache du bist intelligent. Intelligent sag ich schon, legendär. So, wir sollten uns definitiv erstmal ein Redaway reinziehen und ein Stimpact. Okay, okay, ist okay, ist okay, ist okay. Bitte nicht schießen. Oh. Oh. Irgendwas ist hier noch in der Nähe. Ja. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Ja, cool, danke für nichts. Wo ist der letzte? Willst du mich verarschen? Sag mal. Dein Ernst, oder? Jetzt kommt ja auch noch Nebel hoch. Ja, ich sehe ja so viel von dir. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Okay. Ich treff den Bengel nicht. Das stimmt bitte nicht. Hast du schlecht geschissen oder was? Was ist denn los mit dir? Jetzt komme ich aber zu dir. Oh, hi. Ich hab nicht so viel Leben. Lass mich. Ich habe gar kein Leben. Jetzt hast du ein Problem. Ja, das stimmt. Ich habe eins. Oh. Okay, okay. Ist mir egal, ob ich durstig bin. Ich kann auch gerne Wasser trinken, wenn es dich stört. Oh, was? Das ist mir alles ein bisschen zu knapp. Was hast du noch so drauf? Ich will doch nur den Typen töten, den ich nicht treffen konnte. Mit euren Granaten möchte ich gerne nicht getroffen werden. Dankeschön. Gott, jetzt lass das doch. Ich sehe absolut rein gar nichts. Ja, er ist tot. Okay, gehen wir zum Windpark. Alter Schwede. Oh, diese Fallensteller, die bringen mich noch um. Nochmal. Das will ich gar nicht. Hallo Hühnchen. War ja klar, dass du fliehst. Es gibt kein Fliehen vor mir. Komm her, du Viech. Du bist unsterblich. Surprise! Oh, oh, oh. Na, noch jemand aus dem Maul? Hab ich mir fast gedacht. Da kommt jemand. Ich sollte wohl endlich mein Aufspürsystem kalibrieren. Tja, wenn du glaubst, dass hier jemand kommt und es kommt niemand, dürftest du eventuell recht haben. So. Nee, echt jetzt? Egal. Der Hochbackmeister im Dienst. Wir kriegen das hin. Ah, Portal Gun. Och Mann. Wenn ich die nie einsetzen könnte. Aber ich habe ja nicht so eine Reichweite. Das ist ein Scheiß. Alter, diese Wahrnehmung. Guckt es euch an. Ich stehe einfach daneben und sehe es nicht. Ist hier jemand? Hallo? Windparkwartung. Dann wollen wir doch mal hineinschauen und gucken, wer sich hier alles rumtreibt. Aber ich duck mich.
Okay, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aluminium. Oh, Aluminium. Danke. Das Licht ist ein bisschen komisch. Kind des Atoms. Was ist denn hier passiert? Wer hat euch getötet? Psst. Wie sieht der Plan aus? Der Plan ist, dass du mir nicht im Weg stehst. Guter Plan. Finde ich auch. Sehr toller Plan. Hm? Der Knopf funktioniert nicht. Das Scheiße ist das. Ich habe keine extra starken Sicherungen. Bullshit. Wäre eine Quest gewesen. Dann halt nicht. Ich kann auch ohne leben. Ich hoffe, ihr auch. So. Gut, ich würde sagen, ich schaue mal kurz nach, wo noch Gebäude sind, die wir nicht entdeckt haben, weil so macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt durch die Gegend rennen und was suchen. Wir werden es nicht finden mit unserer... Mit unserem Skill kriegen wir das nicht hin. Wie viel haben wir überhaupt? Wahrnehmung. 4. Da müssen wir viel mehr reinstecken, Alter. Durch die Deckung ist auch nicht schlecht, ne? Machen wir. Wir werden auf jeden Fall die Wahrnehmung als nächstes hochskillen. Dann werden wir mit 90 insgesamt 8 Wahrnehmung haben und das ist nicht schlecht. Gut, Freunde, ich schaue jetzt mal kurz nach. Dann sehen wir uns morgen wieder mit anderen Locations hier, falls es noch welche gibt. Ansonsten gehen wir zum Ödland zurück und haben einfach mal Spaß mit unserer Portalgun und einigen kleinen Todeskrallen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.